Ihr wollt wissen, wo die Kabel jetzt hingehen? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich hatte ja angekündigt, dass ich ein bisschen vorarbeite. Und ich habe all diese lustigen Konstruktoren hier hingestellt. Und sie haben aus dem Draht, der hier unten hochkommt, was ich meiner Meinung nach echt schön verdrahtet habe, also verbändert habe, weil es ist fast komplett symmetrisch. Nur es hätte sich halt nicht gelohnt, weil man könnte das noch machen, damit der auch hochsteht, aber das ist, ich sag mal so, das ist Pillepalle, ne? Die beiden sind so, es geht halt einer mehr nach da, deswegen sieht das halt so aus, wie es aussieht. Der Spaß läuft jetzt. Wir machen jede Menge Kabel. Wir brauchen andere Musik. Besser. So. Und weil ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, nämlich indem ich überall 5 Stück hingesetzt habe. Hallo? Danke. Also, es sind immer diese... Nicht filtern. So. Immer diese 5er Baupläne. Und die habe ich hier vollkommen nutzlos ein bisschen zusammengesquished. Ne? Also die gehen so schön. Ja, das sah halt toll aus, fand ich. Sind überall 5er, außer da hinten. Dieser eine ist ein 6er. Weil wir brauchten ja nicht 110, was wir so hingekriegt haben, sondern wir brauchten 110,5. Dementsprechend ist dieser eine Kollege hier auf 50% und damit sind wir da, wo wir hinwollen. Ja, könnt ihr auch überlegen, die beiden auf 75 zu machen, damit das ein bisschen symmetrischer ist da hinten. Aber egal. Die machen auf jeden Fall 315 zusammen, ne, weil wir haben hier jeweils 30 pro Minute. Mal 10 sind 300. Der eine auf 50% macht also nur 15, 315. Und wie man sieht, die gehen runter, weil praktischerweise unsere Computer, die sind auch komplett abgeschottet von diesem anderen Zeug hier, weil die machen genau die 315, die wir für die Computer brauchen. Dementsprechend, wie man sieht, geht alles schön brav runter, läuft der Spaß schön sauber da hinten, also auch hier schön langgelegt, da. Und es geht da zu den Computern. Und es werden Computer hergestellt. Dementsprechend wird aus den Computern schon fleißig hier das Zeug gemacht. Komm, musst du runter. Supercomputer. Und die Supercomputer gehen dementsprechend auch schon fleißig hier vorne irgendwo rein. Da stehen sie sogar schon komplett an. Also, das erste Teil für unser Montageleitsystem ist fertig. Jetzt müssen wir uns um die adaptiven Steuereinheiten kümmern, dass die auch genug kriegen. Die werden ja... wie war das nochmal? Die werden... Hier, das macht alles... Das macht Supercomputer, hier unten die paar. Die werden, glaube ich, da hergestellt. Also quasi ab hier. Hm? Die bekommen schon Platinen, da läuft... Das läuft auch schon mal da rein. Computer bekommen sie noch nicht. Warum eigentlich nicht? Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Computer werden da gebaut, die gehen da rein. Aber Computer brauchen wir doch auch hier. Computer laufen auf das oberste Band. Achso, weil wir die da lang laufen lassen. Genau. Die gehen da runter und da hinten rein und kommen von der Seite. Richtig, da war was. So, heißt, die sind vernünftig angeschlossen. Die kriegen schon mal ihr erstes Teil hier. Ne, Platine. Die bekommen auch langsam Computer. Das dauert halt, bis das voll läuft. Weil bis die ganzen Computer laufen, so richtig. Ja, da hinten noch ein bisschen, aber dann muss das da lang. Und, ne, wir kennen das. Aber das läuft hier sauber. Das bekommt das, was es braucht pro Minute.
und kann verarbeitet werden. Wunderschön, gefällt mir riesig gut. Ja, wie gesagt, für die Kollegen da, also für die hier, brauchen wir aber auch die automatische Verkabelung. Und das ist unser Thema für heute. Ich wollte ja eigentlich die Stahlbarren machen, also Stahlbetonträger meine ich. Aber ich habe mich jetzt um das Kabel gekümmert und Kabel, diese 3000, die da noch über sind, weil wir haben ja 11-mal diesen Spaß da gemacht mit den 10 Stück. Die anderen 10, die er dann, ne, jeder bringt 300 pro, sind 3000 Kabel. Diese 3000 Kabel müssen ja auch verarbeitet werden. Und praktischerweise das Einzige, wofür wir Kabel brauchen, also diese 3000 Kabel brauchen, sind diese Automated Wiring Systems. Oder automatisierten? Ich lasse das so stehen. Kabelteile. Verkabelung. So. Automatischen Verkabelung. So. Dafür brauchen wir Assembler. Das andere Teil, was wir dafür brauchen, sind Statoren. Und wenn ich mich nicht richtig irre, sind Statoren direkt hier unten. Und davon brauchen wir noch nicht mal so. Ist die falsche Taste. Da geht's runter. Die werden hier gebaut. Gehen da rein. Gehen dann hier drunter durch. Hier hin. Und der Rest geht wieder nach unten. Was machen wir da unten damit? Da laufen Statoren lang. Warum lasse ich die nach unten laufen? Okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken, weil das ist nicht sinnvoll. Besser wäre es, wenn die von hier aus einfach hochgehen. Durch die Decke oder unter die Decke zumindest. Weil die brauchen wir irgendwo da hinten, wo auch die Kabel sind. Also idealerweise würden wir die an die Decke hängen, dass die auf der Seite laufen. Hier drunter durch. Quasi direkt parallel zu dem. Das könnte man dann so aufbauen. Wir könnten das natürlich hier nebensetzen auf die Höhe und dann hochgehen lassen. Irgendwie sowas. Weil die hier verbrauchen nicht das, was wir bauen. Die verbrauchen gerade mal da 8 und da 2 pro Minute. Achso. Pillepalle. Ne? 10 Stück. Die anderen 150, die dann noch ankommen, was auch praktischerweise nur 150 sind, die können wir durchlaufen lassen. Ja, und dann hätten wir hier oben nämlich schön den Spaß fertig. Es ist nur die Frage, in welche Ausrichtung mache ich das? Weil wir brauchen 60 Stück. Idealerweise würde ich das ja von hier aus bauen, weil wir kriegen von hier aus auch die anderen Rohstoffe. Da gehen unsere Kabel runter. Wenn ich das da hochgehen lassen möchte, ist halt die Frage, ob es reicht vom Platz her. Aber wir machen das jetzt einfach so, dass wir hier auskommen. Dann hätte ich wahrscheinlich hier so den Platz. Also, Quatsch. Wo haben wir es? Logistik. Da ist das Loch. Also, nicht da, sondern dieses Feld hier. Sowas. Ne? Also sprich, wo wir dann irgendwo, ich sag mal, da so hinsetzen oder sowas. Dann kämen die da rein. Das wären unsere Statuen. Ich markiere mir das jetzt auch einfach mal stumpf so. Auch wenn das nicht genau richtig ist, aber dann habe ich wenigstens die Höhe ungefähr. Und jetzt gucken wir mal, wie sieht's denn aus? Erstmal brauchen wir Baupläne. Maschinen. Wir müssen die eine Hälfte hiervon machen und die andere Hälfte davon. Bei 60 Stück ist das relativ einfach. Wir brauchen jeweils 10. Also da 10. Und da 10. Und das heißt, wir müssen nochmal hier runter. Eben unser Material holen. Jetzt verdammt sehr nah dran ist. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich kaum noch Zeugs habe. Hier. Die 6 wollen wir weg haben.
Ja, das ist okay. Mal hier auch mal sortieren. So, guck mal, das Zeug brauche ich zum Beispiel nicht. Die könnte man zur Not weglegen. Auch das brauchen, lassen wir alles so erstmal. Wie sieht das aus? Was brauchen wir sonst noch? Ich wundert ein bisschen, dass ich hier kein... ach stimmt, die habe ich ja gar nicht mit Dingens versehen. Sollte ich das nochmal machen? Mit Strommasten. Die beiden... Ja, und das machen wir noch eben. Wir editieren die Pläne. Ich glaube, das ist sinnvoll. Weil das ist doch schon etwas, was irgendwie immer ein bisschen stört, dass die nicht schon verkabelt sind. Wir fangen mit dem hier an. Sie haben nicht genügend Ressourcen. Das stimmt. Das stimmt auffallend. Wie viel brauchen wir denn? Ich nehme mal wieder zwei Reihen mit. Das sollte reichen. So. Und die 24 packen wir aber zurück. Sortieren, sortieren. Fertig. Der läuft schön da unten leer. Perfekt. So, jetzt habe ich die ganze Zeit bis hierhin nur gelabert. Wunderbar. Aber wir kriegen das hin. Auch da gilt wieder, ich mache gleich den Anfang und dann den Rest setze ich dann wieder alleine, damit wir das dann auch halbwegs schnell abschließen können. So, ich mache das hier ganz bescheuert. Ich setze einen Strommast dorthin und sage anschließen, anschließen, anschließen. Sage, ich möchte gerne Maschinenkonstruktoren. Das bleibt, Bauplan speichern, bestätigen. Interessant ist, dass es hier nicht aktualisiert. Da müssen wir also nochmal drauf achten. Bauplan laden. Wir möchten gerne diesen laden. Und auf der Seite, der keinen Input hat. Das sind die Dinger dann. Ups. Habe ich jetzt echt genau den Punkt erwischt, wo es... Egal. Den setzen wir hier hin. Anschließen, anschließen, anschließen. So, dann können wir halt nämlich auf der einen Seite... Na, müssen wir die immer untereinander verbinden und gut ist. Das bleibt so, das bleibt so. Bauplan speichern, möchte ich. So, perfekt. Dann sagen wir Designer leeren. Da ist die Kiste, alles nehmen, fertig. Wir haben das Zeug wieder zusammen. Aber ich glaube, ich muss einmal die Pläne neu da reinnehmen. So, weil jetzt müsste eigentlich hier... Ah, okay. Turbodraht habe ich genug dabei. Passt. Jetzt fehlen nur noch die Rotoren. Ständig fehlen die Rotoren. Entschuldigung. Oh, ich befürchte, Rotoren müssen wir nochmal nachholen. So. Oder aber ich brauche sie nicht mehr. Das müsste man nochmal nachgucken. Okay. Ich glaube, es ist auch sinnvoll. Moment, unser Eingang. Unser Eingang ist hier. Ja, also so würde es nicht passen. Ziehen das mal hier rüber. Wir haben da Platz. Ziehen das mal hier hin. So möchte ich ihn gerne stehen haben.
Das heißt, wir nehmen uns den hier und setzen ihn auf der Höhe. Uiuiui. Auf der Höhe davor. Du kannst weg. So, das ist unser Eingang. Können wir uns darauf einigen, wir reden nicht drüber? Es war ein schöner Grundgedanke, das da hinzustellen. Wir haben jetzt einfach nur eben, pass auf, den nehmen wir dann nochmal weg. Setzen uns den ein weiter, nämlich hier hin. Das war eigentlich das, was ich noch eben ändern wollte. Bauplan. Den. Ich hatte doch eine Reihe extra mit Bauplänen. Okay. Da kommt Bauplan. Das ist dann auf der 5 und der ist auf der 6. Ist genau so gedacht. Mehr wollte ich damit doch gar nicht erreichen. Wir drehen ihn um. Dann passt das auch besser. Ja. So sieht das doch wunderbar aus. Dann kann ich auch direkt hier sagen, dich hätte ich gerne, dass du da reingehst und dann auch direkt da dran. So. Das ist jetzt. Mal gucken. Das ist der Mittellinie. Plumps. Oh. Es ist auf der Mittellinie. Guck mal. Ich wollte doch sowieso irgendwo hier ein Kabel dazwischen setzen. Auf diese Mittellinie. Kann ich das nämlich direkt anschließen und dann kann ich da auch schweben. Wunderbar. Viel besser. So, jetzt machen wir die hier. 6 meine ich. Ich setze mal so. Du müsstest auch auf der Mittellinie hängen. Das passt. Wir machen jetzt auch trotzdem einmal H. Das passt nämlich nicht. Jetzt passt es. So, und dann können wir das da dran setzen, das da dran und so weiter. Das geht schön an dem vorbei. Und du gehst dort rein. So, damit hätten wir das dran und wir können den nehmen und hier rübersetzen und haben sogar noch genug, um das weiterzuleiten. Schön. Also wir haben ein Grundprinzip. 10% haben wir schon mal. So, da wollen wir das nochmal herstellen. Ach ja, automatische Verkabelung. Einstellung kopieren. Das ist auch schön, wir brauchen genau 60. Also wir haben da nicht irgendwie Stress, dass wir da groß rumhampeln müssen. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Und zwar, wir müssen 50 Kabel rein. Bei 6 mal 50 sind 300. Das heißt, alle 2 Stück muss ich die Kabel einfügen. Was wiederum bedeutet, den kann ich da runterlegen, könnte den jetzt hier vorne hinbringen. Also, oh, nee, da kann ich ihn nicht hinbringen. Aber ich könnte ihn da hinbringen. Mega. Das machen wir auch genau so. Das heißt, du gehst einfach direkt rein und du mit deinen Statoren kommst hier oben hin.
So. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Das heißt, wir setzen jetzt erstmal noch ein zweites System dahinter. So, wie sieht das aus? Du stehst da richtig. Perfekt. Jetzt die 6. Auf die andere Seite. Ein Haar dran. So, das müsste hier passen. Das müsste da passen. Tut es. Ab. Dann setzen wir von hier das Kabel dahin und von dort dahin. Ja, immer noch, um weiterzuleiten. Und es kommt hier schon mal, zack, der dran, der dran, der dran. Wir machen nämlich den ersten jetzt auch wirklich schon fertig, weil du, Kollege, also letztendlich sind hier immer 600 zusammengefasst. Ich habe zwei Systeme genommen, die auf einen gepackt. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, weil durch das Zusammensquischen ging das halt nicht besser. Wir nehmen dich raus. Nehmen dich weg. Packen dort ein Loch hin. Und ab nach unten damit. So. Wir fangen jetzt auch damit an, weil wir haben gesagt, wir wollen das vordere Loch dafür haben. Oh, da müssen wir aufpassen, dass das auch passt. Wir lassen dich in die Richtung gucken und dich in die Richtung gucken. Das ist optimal, so habe ich mir das gedacht. Und dann lassen wir dich... Oh, da könnte das natürlich ein bisschen schwierig werden. Deswegen machen wir dich auch direkt hier runter. Setzen den hier vor. Ja, komm. So, die zwei runter. Einmal so rum, zack, zack. Und den Kollegen da dran. So, Kabel laufen da oben rein. Jetzt kümmern wir uns um die Statoren. Wollen das schön daneben setzen. Das soll halt immer quasi gleich sein. Jetzt mache ich den mal auf die... Lege ich den auf die 4, weil die brauche ich gerade nicht mehr? Genau. Den lege ich auf die 4. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Was ist eigentlich, wenn ich da hingehe, den setze, den nehme, hakt er mir den, ne, der hakt mir den nicht so ein, wie ich das gerne hätte. Da macht er komische Dinge. Sag mal. Daneben. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich den hinhaben möchte. Wie ich das am besten mache. Und ich glaube, das Beste, was ich machen kann, wäre das hier.
Jetzt auf einmal kannst du es. Und willst da nicht mehr... Wann? Den habe ich falsch reingesetzt, ich Depp. Warum konnte ich den falsch reinsetzen? Ja. Du sollst da reingehen, ja. Hä? Okay, was habe ich jetzt... Kommst du her? Da hätte ich dich gerne. Hier rüber. Das funktioniert nicht. Ich mache gerade alles kaputt, was ich richtig rum aufgebaut habe. Ich bin so doof. Wunderbar. Funktioniert hier wieder einwandfrei. Ich wollte das doch nur eben schnell da dranhängen. So. Nochmal. Dich hätte ich gerne. Ungefähr auf dieser Höhe. Andersrum. Du sollst hier oben reingehen. Nein, rausgehen sollst du hier oben. Du sollst in die Richtung laufen. Ja. Ist doch richtig. Du kommst da dran. Du kommst da dran. Du da dran, du da dran. Oh Wunder, es funktioniert, wenn man es richtig macht. Ja, damit konnte ja niemand rechnen. Nein. So, daraus kommt erstmal kommt der hier. Bis dahin. Und nein. Bis bitte. Oh. Da geht's ja noch runter. Wieso geht das nicht? Ja, komm, dann mach es so. Ist nicht schön, aber funktioniert. Okay. Das heißt, wir haben die ersten 12, die hier laufen. Und die dann auch produzieren. Wunderbar. Der ganze Spaß geht nach da hinten. Das gefällt mir eigentlich nicht, aber macht nichts. Da ziehen wir dann halt einfach rum. Weil das jetzt alles zu drehen ist halt... Fände ich nicht so geil. So. Das macht dann auch am Ende 150 automatisiert pro Minute. Das ist doch schon mal ganz nett hier. Also da kommt ordentlich was raus. Und bei rum. Hier läuft jetzt... Natürlich noch nichts rein, weil ich das ja noch gar nicht durchgeleitet habe. So. Wunderbar. Das läuft jetzt schön schnell voll.
Ja, auch optimal. Perfekt. Das heißt, den oberen können wir immer komplett durchziehen. Und den unteren müssen wir, muss ich dann neu anschließen. Also da oben weiter, unten nicht. Okay. Rehchen. Ja. Ich würde sagen, das mache ich jetzt auch mal fertig. Das seht ihr dann schon mal auf dem Thumbnail. Oder habt ihr dann schon mal auf den... Nein, werdet ihr auf dem Thumbnail gesehen haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.